Hi, ich bin Joe Vogel. Grüß euch Gott, Sepp, Waldhandwerk. Wir sind hier gerade nach einem sehr spannenden, wenn auch regenreichen Green Course mit 14 motivierte Teilnehmer haben wir gehabt, die viel gelernt haben vom Joe. Und vom Sepp natürlich auch. Es war großartig, sehr enthusiastische und wissbegierige Teilnehmer, ja. Und das ist immer sehr schön. Macht immer viel Spaß, auch mit dem Sepp zusammen die Kurse zu machen. Super, danke. Und wir haben ein bisschen was gefilmt dazu, ein paar Szenen, und ich hoffe, die machen euch recht viel Spaß beim Zuschauen. So, Zunder. Ja, Zunder. Material zum Feuer anmachen, beispielsweise Feuerbohren. Wir brauchen überall Materialien. Zum Bau, beispielsweise Schnüre. Wie lange braucht man, um Nahrung zu sammeln? Effektiv keine Zeit. Wann macht man das Ganze? Klar, wenn man unterwegs ist, wenn man zum Beispiel eine gewisse Stelle erreichen möchte, oder das ist in jedem... Wir haben ja vorhin im Grundsetting besprochen, wir sind meinetwegen in Schweden, haben unsere Ausrüstung verloren. Irgendein Bergtroll hat uns dann auch noch das Feuerzeug geklaut, haben also kein Feuer. Okay. Auf dem Boden, was für welche? Das abgestorbene Gras. Abgestorbenes Gras beispielsweise. Es muss immer möglich sein, dass genügend Luft reinkommt. Und diese Tipis, bei denen man so Scheite aneinander stellt, haben einen großen Nachteil. Die sind unstabil. Sie sind unstabil, und das nächste? Die kommt da bestimmt auch schlecht dran, ne? Ja, genau. Das heißt, wenn man doch noch manipulieren muss, Zunder nachschieben oder, kann man das Ganze eigentlich nur abbauen. Alles, was irgendwie rumhampelt, also gerade einfache Hölzer sind da sicher am allerbesten. Das ist alles. Das wird nochmal gemacht. Ja. Wir haben uns gerade hier geeinigt, dass das besser muss sein. Okay. Ich kann mir das nur vorstellen, wenn es das bleibt. Jetzt kriegen wir das da rein, ne? Und achtet jetzt beim Anzünden auch darauf, welche Fehler man beim oder was man beim Bauen hätte besser. Ah, Augenzug. Jetzt müssen wir nur nachlegen. So schreibe ich den Heiratsantrag, was er kniet vor ihr und jetzt sehen. Ja, genau. Also erstmal sind wir hier im Malaria-Gebiet, weiß das jemand? Wir sind nicht im Malaria-Gebiet. Bitte? Wir sind in einem Malaria-Gebiet, gerade hier. Als die Römer hier die Germanen als Legionäre angeworben haben, haben sie die erstmal in die Rheinauen gesperrt. Und wer da überlebt hatte, war fit für die Legion. In den 70er Jahren gab es noch in Griechenland Malaria. In den 50ern bzw. 40ern gab es noch Malaria in Italien. Die ganzen Sümpfe trockenlegen lassen. Seitdem gibt es kein Malaria mehr in Italien. Guten Morgen miteinander. Heute haben wir es feucht völlig. Ja. Tendiert schon mehr zum Survival-Wetter. Schauen wir, was wir heute hier machen werden. Viel Spaß weiterhin. Das Holz einfach mit Pflanzen mit Stärke. Kartoffeln, genau. Da haben wir auch Stärke. Was kommt mit Bananen, Äpfel. Okay. Inulin ist quasi ein Speicherstoff, der ist ganz nah mit Stärke daran. Das sind sehr langsame Kohlenhydrate. Und zwar so langsam, dass sie erst in unserem Darm zum Verkehren so Fette gelangt werden und dann erst aufgegessen werden. An kleinen Samen unterwegs ist. Königskerzen sind durchweg essbar, mit Ausnahme der schwarzen Königskerze. Also die enthalten ein bisschen Saponine. Aber die sind nicht wirklich gefährlich. Hier haben wir eine irrsinnige Menge von Samen drin. Was enthalten die? Ingwer. Genau. Hier habe ich eine Pflanze. Die
wilde Möhre, oder? Das ist die wilde Möhre, ganz genau. Das haben wir in den Samen. Die wir jetzt mit der Verhandlung auf die Hoffnung machen. Kennt jeder von euch diese wilde Möhre? Dann kriegt mal da rein. Das riecht besser als hier im Ort, die ja von einer Tür raus. Und das ist in Möhrenwurzeln drin. Möhre. Ja. Also die schmeckt sehr viel intensiver. So richtige Zäpfchen voll mit Samen. Was ist in dem Samen drin? Öle, und zwar Rosenöl. Ihr sammelt unten am Rand von außen jeder so eine halbe Handvoll Brennnesselsamen. Die sind dann nur weiß, wenn wir schwarzen. Probiert ihr mal. Oder in die Glut, aber nicht allzu lange, nicht, dass sie verbrennt. Schmeckt relativ sehr angenehm, sogar ein bisschen zwischen Artischocke und Kohlrabi. Die Leute sind sehr motiviert. Ja, man muss selber ein bisschen motiviert sein. Und wenn es einem Spaß macht als Trainer, dann ist man auch motiviert. Dann findet man es auch lustig, die Leute mal durch eine ungewohnte Umgebung zu ziehen und draußen zu sein und sich nicht jetzt unterzustellen, obwohl es regnet. Das ist schon mal ungewohnt genug. Und trotzdem gibt es dann heißes Wasser und was zu essen. Also. Ja, dein Feuerzauber haben wir schon bewundert. Cool. So geht das. Wenn man sich denkt, wie oft man sich ein Wochenende verkneift, weil es schlecht Wetter ist. Aber wieder kurz Beispiel, was der Joe da im Freien macht, die mache ich aber da in Bayern nicht ab. Dass man trotzdem draußen sein kann. Im Notfall kann man sich das auch nicht aussuchen, da hat man vielleicht auch keine 6 oder 8 Meter Tab. Ich werde es abbauen. Ich lasse es. Aber ihr wisst, was ich meine. Man kann trotzdem was machen. Man hat jetzt ein Feuer trotzdem geschafft. Wir haben super Pflanzen gefunden, die hast du immer. Die sind auch schön saftig, wenn es regnet. Und somit, ja. Geil. Geht gut. Mit Apfelschnitzeln und gucken wir halt nur, das braucht man auch nicht irgendwie, das kann man direkt hoch. Ich bekomme mich ja, das ist keine Frage, aber denk einfach mal beispielsweise an das Sammeln von Bärlauch. Wer von euch hat schon mal Bärlauch gesammelt? So. Wie häufig sind da Vergiftungen? Bärlauch selber nie, das verwechselt man gern, hast du gesagt, mit irgendeiner anderen Pflanze, die ja, gefährlich ist. Mit Maiglöckchen. An Maiglöckchen kann man nicht sterben, also hier geht nicht giftig genug, aber man kann sich damit ein bisschen vergiften. Aber es sterben auch Leute. Es gibt eine ganze Reihe von giftigen Blatterbsenarten, die zu unterscheiden ist, ohne Blüte erstmal gar nicht möglich. Und ja, da gibt es eben auch verschiedene Krankheitsbilder, Lathyrismus beispielsweise. Fährt noch nicht? Das, was du da hast, kann man das essen, was wegkommt. Ja. Da fangen wir mal. Bleiben wir bei den Nachtkerzen. Ja. So, und die Pflanze, wenn die verblüht ist, bildet die Kaskaden von diesen Knospen hier. Und jetzt nehmt euch mal so eine dieser, nicht Knospen, sondern dieser Kapseln und trennt die auf. Eine von denen hier? Genau. Und schaut da mal rein. Hm. Die wächst den gesamten Sommer über und im Herbst bildet die eben diese Samenkapsel. Kann man aber bis deutlich in den Winter rein sammeln. Fertig ist es auch durch. Der ist durch. Der ist nur nicht so weich gebraten wie der hier. Ja, das außen ist einfach ein bisschen verbrannt, aber ist nicht so tragisch. Ja. Ich wollte gerade was abzureißen, dass noch was für die anderen überbleibt. Wie schmeckt das? So ein bisschen abkühlen lassen, dass ihr euch nicht verbrennt. Topinambur, ja. Toller Kartoffelersatz. Aber so Inulin kann mein Körper über die Bakterien, die ich im Darm habe, verdauen. Genau. Also es wird zu Fettsäuren umgewandelt. Also wir haben die kleine Sonnenblume. Ja, das ist eine kleine Sonnenblume, schaut das aus. Das ist gut, ja. Pur, ja. Das ist eine Binsenwurzel. Rohrkolben, ja.
unsere Vorkosterin einmal wieder. Dopinambur war besser. Das schmeckt gar nicht so viel. Ja, Stärke, ne? Mhm. Ja. Irgendwer hat schon gesagt vorher, das ist das Hirtentäschelkraut. Hirtentäschel, ja. Das ist ein Kreuzblütler, also die kohlartigen. Schmeckt da ein bisschen so. Das ist eine der wenigen Pflanzen, die ich geschmacklich mit was Bekannten vergleichen kann. Die hat ein bisschen einen Geschmack von Raps, wenn man die isst. Hat sehr ölhaltige Blätter und Samen. Es ist sehr fest in der Wiesen und wenn du das wo findest, dann könntest du mit ein paar Fingern da drüber gehen. Und so selber machen, zieht dich hier so ab und könntest das ins Taschel stecken. Nimmst du mal was und gibst ein paar so herzförmige Blätter weiter. Nimm das runter. Und das ist geschmacklich wirklich eine tolle Pflanze, auch sehr energiereich, sehr ölhaltig. Ja, hat man früher sehr, sehr viel gesammelt zum Essen. Macht gute Wildsalate oder Kräutermischungen. Hirten haben früher solche Täschchen gehabt von dieser Form. Und zwar, woraus haben Hirten wohl ihre Taschen gehabt? Ja, können wir durchgehen, mal ein bisschen was runternehmen, ja, wenn es findet. Also der Pastoris, der Pfarrer ist ja der Hirte und deshalb Hirtentäsche. Aus was hatte ein Ziegenhirte wohl seine Tasche? Ziegenleder? Ja, aus dem gegerbten Hodensack eines Bocks. Das heißt, ihr habt hier kleine grüne Bockhodensäcke. Entschuldigung, ich wusste das nicht. Das ist hervorragend. Aber schmeckt gut, oder? Ja. Freut mich, dass dir das schmeckt. Ja. Das war irgendwann einmal Lieblingspflanzen von mir. Ja. Ich habe die von meinem Opa kennengelernt, das war ja Kriegsgeneration. Ja. Und der hat dann auch, ich denke, die haben einfach auf den langen Treks da im Ural einfach alles gegessen, was irgendwo erreicht wurde. Also nach Kriegszeit, das habe ich schon öfters gehört, dass die Kinder halt ganz viel Hirtendäschel gerade gesammelt haben. Ja. Das ist eine spezielle Drehrichtung. Genau. Immer gegen Uhrzeigersinn. So, und ein bisschen rausziehen, dass man den Magensack da rauskriegt. Ja. Erstmal nur den Kopf. Na, das kostet, nimmst du die dicke kostet. Grille? Ist das jetzt alles, was da rauskommt? Oder? Ja, genau, das hast du gut gemacht. Schau so mal, das passt gut. Das ist jetzt dieser Magen. Wenn der Vordermagen drin bleibt, ist das auch viel nicht tragen. Erreicht, natürlich. Ja. Frisch gefressenen, unverdauten Nahrungsbestandteile. Das ist trotzdem etwas, was wir jetzt in 3-4 Minuten gesammelt haben. Also für eine Person wäre es kein Problem, in einer Viertelstunde, halben Stunde während dem Holzsammeln 100-150 Kilo. Und wessen Heuschrecke versehentlich in die Glut fällt, ist hier noch welche da. Warte, Scham ist rot. Scham ist rot. Na, dann lass mal. Meinst du, erst ist das erst, wenn sich im Mund noch wehrt? So. Nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Geht, gell? Andreas? Mahlzeit. Ja. Prost. Prost. Im Prinzip kannst du jetzt das Eiweiß essen und hinten hast du dann noch die Samen da. Wie bereitet man dann hat was. Nicht ja. Schlecht. Ne? Das ist besser als hier das Temporama. Dopinambur. Genau. Ja, schmeiß die da rein, wenn du rausziehst. Ja. Und selbst gejagt, das hat's gut gemacht. Meine waren immer gekauft. Spitze. Du sag mal, ist das jetzt fertig oder ist noch nicht durch? Das ist fertig. Alles gut. Das ist fertig. Ja. Und diese Legeröhre, das ist heute, der halte Stachel hinten ist auch nicht irgendwie. Nein, das ist überhaupt nicht, gar nicht irgendwas, das jetzt da irgendwo auffallen würde, dass es irgendwo klemmt oder kneift oder irgendwo hängen bleibt. Oder. Nee, ist aber eigentlich wirklich sehr knackig, knuffig und schmeckt. Das sieht jetzt halt so ein bisschen gruselig aus. Das ist die Erdgrille. Grillen sind eigentlich meine Lieblingsinsekten, aber schauen wir mal, was der Markt dazu sagt. Heuschrecken sind besser. Wobei der Nachgeschmack ist. Oh, nee, Quatsch. Ja, aber es geht. Ein bisschen fruchtiger oder so als die Heuschrecke? Wenn man das Ding halt zum ersten Mal sieht, vor sich sieht und dann ganz genau weiß, das landet jetzt in meinem Mund, aber wenn man es gegessen hat, ist es okay. Cool. Ja, aber halt im Boden. Weil es ging darum, dass die eigentlichen Ureinwohner von Amerika in die Grünen. Ich weiß nicht, da kommt mir wirklich bekannt vor den Geschmack, aber. Ja, aber. Leinsamen oder so, kann das sein? So die Richtung. Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall irgendwas Korn, irgendein geröstetes Korn. Wie gesagt, der leichteste Vergleich wäre Popcorn. Mahlzeit.
Genau wie der erste Nussig. Ja. Wir brauchen die größte Heuschrecken. Die cool. Die kleinsten, die ziehen. Und drückt dein Freund jemals noch einen Kuss? Überlege ich mir noch. Nur auf den Rang. Ach, komm schon. Und das habe ich noch nie erlebt. Das ist richtig hart im Nehmen. Was genug ist, muss unter 18 bleiben. Wie achtet man dann da drauf, wenn man jetzt in Kanada zum Angeln geht? Oder? Also, die Sache ist die, wenn man langsam fließende oder stehende Gewässer hat, dann darf man dort kein ungekochtes Wasser in diesen Regionen entnehmen. Insbesondere, wenn es große Biberpopulationen dort gibt. Die haben schon aus, jetzt peitschen sie dich mit den letzten. Aber ach so, geht's nicht wirklich. Die waren super stolz, die Ausgang. Und die haben zum Beispiel haben wir jetzt. Ich nehme das Messer in meine rechte Hand oder in die Schnitzhand, in die Schnitthand. Daumen auf den Messerrücken. Und jetzt drücke ich mit diesen beiden Daumen die Klinge in das Holz und drehe dabei etwas. Dann lege ich das Messer weg und in der Regel reicht dieser Ring geschnitten schon aus, um das Holz an dieser Stelle sauber abzubrechen. Perfekt. Ja, ein bisschen tiefer kann es noch gehen. Hat jeder sein Stück oder was? Kommt doch an, wie stark dein Knie ist. Dann bauen fertig. Nächste und so weiter. Das ist der große Vorteil von diesen Fallen. Diese Austauschbarkeit der Komponenten ist beim Vierer-Auslöser beispielsweise nicht möglich. Und das Ganze löst auf. Ist dein Köder auf das Auslösestäbchen? Genau, der Köder kommt aufs Auslösestäbchen. Wieso rutscht das durch? Pass mit die Finger unter der Falle. So, und jetzt warten. Ja. Dann kommt gleich was. Das kann man auslösen, weil es ist nur für Testzwecke. Heute sind wir die Ersten, was? Tot! Ja, ja. Gut gemacht. Läuft. Abendessen. Gesichert, ne? Gesichert. Ein Holzstück. Ein Holzstück. Der Sehnsucht, der uns ausgelöst hat. Junge. Nur zwei und Genickbruch meistens. Wie lange liegen die jetzt? Aufgetaucht. Die waren gefroren, ja. Machen wir nichts. So stark. Okay. Bei einem Kaninchen, ich weiß nicht, wer von euch mal Stallhasen hatte oder Stallkaninchen. Die werden auch regelmäßig selbst geschlachtet. Da verwendet man durchaus ein Eisenrohr und muss ganz kräftig draufkommen, damit die auch sinnvoll betäubt sind. Da macht es Sinn, sich einen kleinen Beutel zum Schluss einfach zu besorgen. Also einfach, dass die Tiere auch nicht leiden müssen. Zum Töten, das ist jetzt wie gesagt nur die Betäubung zum Töten, geht man her und trennt dem Tier, auch vorsichtig, weil es kann jederzeit aufwachen und einen beißen, die Halsgefäße durch. So, abziehen erkläre ich euch nachher. Das Ausnehmen, Kompartimente sagt man, wir haben einmal oben eine Kammer, die Brustkammer, die ist nach unten hin abgetrennt zum Bauchgewebe oder zur Bauchhöhle durch was? Zwerchfell, ganz genau. Welche Organe haben wir dann im unteren Bauchraum? Vom Magen aus geht Darm. Darm, was für ein Darm? Nee? Dünndarm. Ja. Genau. Und zwischen Dünndarm und Dickdarm? Blinddarm. Genau. Das ist bei diesen Tieren besonders wichtig, weil Pflanzenfresser häufig einen sehr stark vergrößerten Blinddarm haben. Das sind Gärkammern, die sollte man nicht öffnen. Also im Rücken war. Also an der Wirbelsäule entlang. Das kann man den nehmen? Die Pfoten, wie weit weg? Später? Die Pfoten, wie weit weg? Am Gelenk, am Handgelenk. Wie am Handgelenk oder Fußgelenk. Ja. Also hier bei genau, oh. Ganz genau. So. Handgelenk, genau. Wo sind die Füße auch? Genau. Keine Finger. Den Schwanz? Ach, den muss ich auch noch weg. Ja. So. Geht zu weit hinten, gerne. Ja, passt. Wenn ihr so weit seid,
Ja, du siehst schon aus wie ein Metzger jetzt, ne? Ja, das ist schon. Und denk dran, man muss später auch beim Aufnehmen relativ beherzten erweitern. Schön. Genau. Ja, das schaut schon ganz gut aus. Ja. So kommst du dann mit also den Finger rein. Ja. So nach vorne und hinten aufgreifen. Genau. Nach vorne und hinten. So nach vorne und hinten. Genau. Ja, früh gerne mit den Damen. Das ist genau richtig. Nach vorne und hinten kriegst du es rüber. Der Darm ist immerhin noch zu. Kreuz aber fest am Körper. Halt es am Körper fest und ziehst es nach vorne, aber nicht grob, also Tiere lassen sie sonst leicht sehr zerreißen. Die Beine, da greifst du eine und ziehst es durch, ja richtig. Sehr gut. Und ziehst die Tiere, bis die Haut eigentlich nur noch am Kopf an die Ohren und dann der Schnauze festhält. Wie weit kann man denn die unten von die Haut ziehen? So? Ja, dort noch nicht bei den Ohren umschneiden und die Barthaare aus dem Mund, Holz und der Schulter fest, weil sonst reißt es in der Mitte auseinander. Ja, genau. So, jetzt erstmal warten. Okay. Das besteht aus Knorpel und an dieser Stelle könnt ihr durch die dünne Bauchhaut schneiden, ohne in die Organe zu treffen. Okay? Dann musst du die. Da, ja, da kommt es. Milz? Nee? Ja, liegt auch in der Region, da liegt der Magen. Also, was ihr jetzt macht, ihr schreibt. Wo ist der Magen? Das ist unter der Leber. Ja, da drüben. So, ja, genau. Da kommt hinten auch schon was raus. Ja, wir haben ja ein Loch da reingeschnitten. Ja, was so, aha, ich fühle es, ich fühle es. Genau, ich ziehe es nach oben. Ach, lutscht raus. Ja, lutscht mit raus. Wie hängt das fest? Ja, klar hängt das fest. Das hängt dort an der Speiseröhre fest. Die müsst ihr nach hinten wegziehen. Greift richtig beherzt rein, aber ohne kaputt zu machen. Wieder rausgequollen ist von alleine, ne? Ja. Am Anfang ist er auch noch hinten. Scheiß Job, oder? Werden wir alle Vegetarier, ne? Bitte? Werden wir alle Vegetarier. Ja, ich sag schon, Metzger wäre eigentlich jetzt nicht unbedingt so mein Beruf, aber alle früher haben die Leute zum Schlachten. Dort, wo die Nieren vorher saßen. Vielleicht haben sie deswegen nur einmal die Woche Fleisch gegessen. Männchen gab alle weißen Bereiche im Hüftknochen. Dadurch verliert er zwar auch ein bisschen Fett, aber. Passt als Abwechslung für sich selber, aber die Leute wissen es eh nicht, wenn ich es immer gleich mache. Aber ich mache auch immer was Abwechslungs, weil. Das sieht man auf dem Ding. Ja. Das stimmt, ja, wenn man dann Fotos macht, sieht man, dass es Varianten gibt. Ja. Wenn ich mir jetzt gerade sauber machen kann, ich möchte keine schmutzigen anpacken. Ich soll noch mal reinmachen, aber das sieht eher nach Knochen aus. Hast du die ganz gut rausgehört? Dann so trennen. Und wie schmeckt es da? Echt gut. Also, wie schmeckt deine Ratte? Es ist ja eine Maus. Schmeckt aber nach Hähnchen. Das ist eine Ratte, okay. Schmeckt sehr nach Hähnchen, ja? Ja. Na dann mal zeigen. Ja, kann ich vorher. So, ich kann nur sagen, ich hab's nichts zum Essen gehabt. Der Norbert hat uns seine isländische Spezialität mitgebracht, den Haukartl. Das ist ein so quasi ehemals giftiger Hai, aufgrund des hohen Ammoniakgehalts, der dann ganz speziell prozessiert wird und ähnlich wie Dörrfleisch halt ein Dörrhai sich ergibt. Geruch kann ich nicht beschreiben, aber geschmacklich ist nicht schlecht. Wenn man dann mit so einem süßlichen isländischen Brot isst. Eine super tolle Überraschung. Vielen Dank. Gerne super, noch. Danke dir. Ja. Bis heute bei vollem Regen, gell? Ja, teilweise auch bis zum nächsten Abend, habe ich auch schon erlebt. Bis hat man ja eigentlich meinen, dass das gelöscht wäre, ne? Wenn die ganzen Nacht regnet. Ja. Also der Nacht und der Schützen. Da hattet ihr ja gerade vor einem halben Jahr so jetzt ein Foto. Ja, genau. Das ist der Joe hat uns sogar wieder ein Stück Zivilisation da lassen zum Frühstück. Kirschmarmelade. Bauerbrot.
Teig. Den Boden. Wir verlieren natürlich auch durch die Atmung, abhängig von der Außentemperatur und abhängig von der Luftfeuchtigkeit Wasser. Auch konzentriert. Wie sieht das Ganze mit Salzwasser aus? Auf keinen Fall. Ganz schlecht. Wie viel Salz ist im Salzwasser? So, da ist hauptsächlich die Frage ausschlaggebend, wo wir uns befinden. Welche Meere haben beispielsweise der Wind? Uns geht es kurz ums Wasserfiltern. Ja, genau, bei der Ostsee ist es tatsächlich so, dass wenn man... Was habt ihr heute dabei? Eine Plane, einen Tag. Was für Notunterkünfte? Schlafsack. Natürlich. Jacke und Poncho. Poncho, Hose, Kleidung und noch was. Höhlen, Übernachtungsstätten, Schutzhütten. Bitte? Ausgespielte Flussufer und so weiter. So was in die Richtung, ja. Diese Materialien geben hinreichend Schutz. Also wir sind jetzt seit 2,5 Tagen hier draußen im ständigen Regen und keiner von euch ist jetzt unterkühlt, oder? Das heißt, auf Dauer könnten wir es auch, wenn wir aktiv sind, draußen so bleiben. Wir könnten uns nicht hinlegen mit der Kleidung und schlafen, weil unser Körper dann deutlich stärker auskühlt. Und wir haben keinen Schlafsack. Dann könnten wir hier unsere Regenjacke entspannen und relativ warm übernachten. Es ist nicht angenehm, keine Frage, aber es wäre relativ warm. Hütten. Dann wird das Ganze außen bedeckt. Mit was würde man so etwas bedecken? Laub, Moos. So und Farn. Dann hat man auf jeden Fall schon mal einen Regen- und Wetterschutz. Und da war es mir eben auch wichtig. Und habe es. Ab Frühjahr 2014 könnt ihr übrigens die Kurse, die wir in Kassel anbieten, auch in Bayern wahrnehmen. Genau, gerne bei mir im Bergdepark Blindham oder am Ammersee. Wir werden es dann ausschreiben, wo die jeweiligen Kurse stattfinden. Da wird es weniger regnen. Zumindest haben wir mehr Wald, sind wir vielleicht geschützter, aber es wird sicher eine coole Zeit.